Universitätsprofessor, Wirtschaftswissenschaftler, beschäftige mich in diesem Bereich mit dem Strukturwandel, dem internationalen Handel und bin Professor und Gründungsrektor der Hochschule für Ökonomie und Management, FOM, die in Essen gegründet wurde für das berufsbegleitende Studium. Insofern ist die FOM inzwischen hochentwickelt, eine moderne, in ganz Deutschland und international tätige Hochschule mit etwa 50.000 Studierenden. Das entspricht ungefähr der Größe von Universitäten wie München oder Aachen. Die sind ein Tick größer. Also sie ist ein sehr erfolgreiches Institut. Da sie bundesweit vertreten ist und spezialisiert ist, berufsbegleitende Studiengänge anzubieten, eignen sie sich besonders, um Mitarbeiter zu qualifizieren, Auszubildende neben dem Beruf studieren zu lassen und dadurch an Unternehmen zu binden. Aber natürlich auch für gezielte Fortbildungsmaßnahmen ist sie geeignet und auch für Kontakte innerhalb der Wirtschaft. Denn inzwischen ist sie nicht mehr nur begrenzt auf die klassischen Wirtschaftswissenschaften, sondern ist auch im technischen Bereich tätig und insbesondere zeitgemäß und der Entwicklung in Deutschland angepasst im Bereich des Gesundheitswesens, der Pflege und so weiter. Insofern sehr gut geeignet für die Fortbildung von Managern oder die eigene Fortbildung, wenn man das Wissen auffrischen will. Hier bin ich eingeladen durch ehemalige Absolventen der FOM zu Atiyat und ich finde das sehr gut, weil man sich hier sozusagen auf privater Ebene für die Anbindung internationaler Beziehungen, internationaler Geschäfte betätigt. Und das Ganze ähnlich wie die FOM im selben Einzugsbereich. Natürlich speziell mit Bezug zur Türkei, aber natürlich kann man das ja auch ausweiten. Und das finde ich sehr gut und deshalb komme ich gerne hierher, obwohl ich natürlich wegen meiner begrenzten Türkischkenntnisse manchen Vorträgen nicht folgen kann. Dennoch habe ich immer freundliche Begleiter, die neben mir sitzen, die mir weiterhelfen und mir erklären, worum es geht. Und deshalb finde ich die Sache sehr gut und kann nur alle beglückwünschen, die sich hier organisiert haben. Und ich hoffe, dass wir das ausweiten können auf unsere FOM. Herzlichen Dank.